Oh shit. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Gary's Pod. Ja. Hä? Oh mein Gott. Hey! Arschloch! Hör auf mit dem Scheiß, mit deiner Errorbox, mit deiner blöden. Ja. Die meisten von euch haben sich gewünscht, ich soll mal im Multiplayer spielen. Und das mache ich jetzt auch. Alter, was macht denn der? Und ich habe mir jetzt ein paar Dinge aufgeschrieben, die ihr euch in den Kommentaren gewünscht habt. Und die werde ich jetzt bauen für euch. Zumindest teilweise, was ich für realisierbar halte mit meinem Skill. Und was hat denn der da Geiles? Ein Transporter für Fahrzeuge. Haha! Noob! What the? Ja. Was bauen die hier für ein Bullshit? Komm, verkrümeln wir uns mal. Zack! Oh, da ist schon die Levelbegrenzung. Bleib mal hier. Okay. Was könnte ich bauen? Ein... Nee, Alter. Ein Monster Truck mit Penis. Oder ein Penis mit Monster Truck. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Aber okay. Ich probiere es mal. Insofern ich hier meine Sachen verwenden darf. Ja. Okay. Fangen wir an mit Musik, die ich vergessen habe. Fuck. Jetzt ist die Musik da und da baut sich doch gleich viel leichter ein Monster Truck mit Penis. Ja, dann brauchen wir zuerst mal ein größeres Würfelchen. Nein, ein großes größeres Würfelchen. Hey, jetzt. Okay, das dauert wohl alles ein bisschen länger im Multiplayer. Was soll's? Oh mein Gott, nein. Jetzt bräuchte ich den Würfel nur nicht in derselben Höhe. Please wait 15 Sekunden, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Das war übrigens Englisch, Deutsch-Englisch. Alter, was machen die hier für Crap? Nee, komm, mit dem Online, da lassen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Lassen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Alter, ich bin so... bescheuert gerade mal wieder. Ich baue einfach eure Wünsche im Singleplayer. Das ist wesentlich besser. Da sind wir wieder. In meiner Lieblingsstadt. Und im Singleplayer. Also hier kein Ping, keine... Du musst schon so lange warten, bevor du wieder bauen darfst. Oh. Das ist zu groß. Gibt's diesen Würfel nicht einfach nur nicht ganz so hoch? Anscheinend nicht. Komm schon. Den haben wir von hier. Du. Oh yeah. Oh. Hey, bleib da. Weldy, Weldy. Meine Damen und Herren. 1, 2 in der Mitte.
Eins, zwei in der Mitte. Klack. Scheiße. Ich hab's geweldet, aber nicht easy geweldet. Also mit Rechtsklick, dass es direkt dran ploppt. Hier und Flutschi. Ich sehe gar nichts mehr hier. Fix, Wichse. Schön gerade natürlich. Und fertig ist der Monster Truck. Nein, aber das sieht irgendwie aus wie so ein Bauklotzauto, so ein Holzspielzeug, so ein ganz billiges. Oh, wie geil, wunderbar. Nimmt's mir nicht übel, wenn es der hässlichste Monster Truck wird, den ihr je gesehen habt. Aber ich bin einfach kein Ingenieur, der hier Monster Trucks beruflich baut. Ah, oh, leck mich doch. Und ich versuch's mehr praktisch zu machen als hübsch. Natürlich gebe ich mir auch Mühe mit dem Aussehen. Aber ich kann für nichts garantieren. Was ist das für ein Schwuchtellied hier? So, das ist doch schon viel besser. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte da unten genau so ein... sowas, nur nicht so groß. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Können wir das lassen? Nee. Komm, dann hau mal die Räder einfach da dran. Was soll der Geiz? Wheels, Monster Truck. Zu klein. Viel zu klein. Das ist das, was ich suche. So, dann machen wir einen hier. Und einen da. Und das sieht doch schon wie ein Bauklotzauto mit zu großen Reifen aus. Warum darf ich jetzt deren Laufrichtung nicht mehr verändern? Ah, okay. Ich musste nur näher ran. Kleiner Test. Also fährt schon mal. Irgendwie erinnert mich das an den Traktor. Mehr an den Traktor als an den Monster Truck. Hässlich. Zu klein. Zu würfelig. Viel zu klein. Zu groß. Manometer, bis man hier mal das Teil findet, was man sucht. Und das kannst du dann keinem mehr als Monster Truck verkaufen hier. Das ist doch... Das ist genau das, was ich gesucht habe. Wuhu! Oh. Dann gehen wir jetzt hier drunter. Und versuchen das möglichst gerade hier drunter zu platzieren. Passt. Ich muss es nur noch ein bisschen zu mir herholen. Fuck. Ja. Können wir gelten lassen. So, das... Nein, das welde ich nicht dran. Eine Achse? Nein. Ein Muskel? Nein. Wie könnte ich denn das jetzt verbinden, dass es wie ein Gelenk wirkt? Elastik? Das ist, glaube ich, nur eine Schnur. Mach mal eine Hydraulik ohne Funktion. Probieren wir es mal. Von hier nach hier. Ja. Hübsch. Wieso ist die unsichtbar? Ah, deswegen. Das soll nämlich so eine Art Stoßdämpfer werden. Selbiges tun wir hier. Stoßdämpfer!
Und wehe, das funktioniert jetzt nicht auf Anhieb, weil ich mir hier so viel Mühe gegeben habe. Und von hier nach hier. Und umgekehrt. Zack. Penis. Auf ihn. Fuck. Da muss er hin, der Penis. Achtung und... Ja, hammergeil. Perfekt. Da knallen wir jetzt unsere Rädchen dran. Ho, 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 Männerspielzeug hier. Oh yeah, sieht zwar immer noch... Obwohl, es erinnert mich doch leicht an den Monster Truck. Aber leicht. Höpp. So rum und so rum. Jetzt will ich nochmal was versuchen. Ob ich die noch zusätzlich... Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, ich kann auch mit dem Teil hier solche Sachen vergrößern und verkleinern. Ansonsten hätte ich die Räder noch gigantonomischer, dromischer, bombastischer gemacht. So. Material. Das... Nein. Das hier könnte man doch als Unterboden verwenden. Pott hässlich. Nehmen wir doch nicht. Hier, Backstein. Hier ist Metall. Hässlich, aber scheißegal. Passt als Unterboden. Und unsere Karre, was... Ja klar, wie so ein Pfirsich hier, so eine Rose oder was. Ja, genau. Gibt's hier nicht Chrom? Ich hätte gerne eine komplett verchromte Kiste hier. Was denn das? Ja, ich habe mir hier lauter neue Materials runtergeladen. Und irgendwie sind die alle scheiße. Da. Was denn das? Bodenzeugs. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr müsst jetzt irgendwo was Brauchbares mal kommen. Hä? Oh shit, jetzt ist es unsichtbar. Leute, ich finde nichts. Komm, dann machen wir es einfach nicht unsichtbar hier. In einer wunderschönen knalligen Farbe. Rot. Oh mein Gott. Ja, warum nicht, ne? Jetzt erinnert es mich entweder an den Tetris-Stein oder an so ein Spielzeug. Holzauto. Lassen wir es mal runter. Erster Test. Okay. Das funktioniert. Dann kommen jetzt meine heißgeliebten Truster nach links. Die dürfen aber weder zu sehen noch zu hören sein. Wenn ich nach links lenke, muss er rechts drücken. Also machen wir die mal hier hin. Und selbiges umgekehrt. Ihr kennt es ja langsam schon. Kleiner Test, ob das schon ausreicht. Ja. Kann man gelten lassen. Habe ich noch eine... Ah, fuck. Ich habe doch irgendwo so eine kleine Turbine. Eine kleine... Ja! Vielleicht noch eine Nummer kleiner? Juhu! So, die kriegt er als kleines Gimmick mit Turbo Power hier. Flames und Steam. Die machen wir mal hierhin. In der Hoffnung, dass er dann weder nach vorne oder noch nach hinten umkippt. So, kleiner Wermutstropfen ist jetzt, dass wir uns nicht reinsetzen können, sondern hier uns draufsetzen müssen. Ich hoffe, das ist verzeihlich. Nehmen wir einfach hier so einen schönen Autositz und dann...
dürfte das doch für alle Beteiligten in Ordnung gehen. Ihr seht ja hoffentlich, dass ich mir tatsächlich versuche, Mühe zu geben. Techno-Party! New Kids on the Block Musik ist das. Nein, nicht so ein Glitzer-Schwuchtel-Mist. Ja, komm, lassen wir das. Das sind dann so Begrenzungsleuchten, wie sie Hubschrauber zum Beispiel haben. Mein kleiner, geiler Traktor. Habe ich eigentlich ein Lenkrad? Ich habe das Wichtigste vergessen. Den Penis. Oh Gott, wie kann ich denn hier... Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier realisieren könnte. Ihr seid solche Dreckschweine und ich muss da jetzt einen Pimmel drauf machen. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass mir hier jetzt dann die Karre umkippen wird. Ja, ich weiß, ist euch scheißegal. Das Ding hat einen Penis. Ah gut, euer Wunsch ist mir Befehl. Material, machen wir hier wieder. Nein. Dieses Weiß wollte ich eigentlich. Nein! Nein! Da! Irgendwo da ist es. Nein! Ja. Ein glänzender, öliger Schmierpenis. Oh Gott. Ein Kind. Nein, das sag ich jetzt nicht. Musst du ein bisschen mehr ins Rötliche kriegen. Ey! Du sollst nicht gelb sein. Hallo? Das ist doch... Ist das Hautfarbe? Kann man das durchgehen lassen? Nee, so nicht. Wirkt schon ein bisschen gelblich. Oh nein, jetzt habe ich F9 gedrückt. Alles umsonst, Leute. Fuck you. Scheiße. Ich muss da unbedingt an den Einstellungen was ändern, dass das nie wieder passiert. Ach Mann. Ja, okay, ich werd alles nochmal bauen für die nächste Folge. Scheiße, tut mir leid.